Und dann ist es irgendwie so viel und das ist, also jetzt beim Entrollen, wir haben das ja alles entrollt, das waren so Geldröllchen. 160.000 von diesen Röllchen haben wir hier drin entrollt. Aber wir sind hier im Safe der ehemaligen Schweizerischen Volksbank und der ist ja nicht mehr in Betrieb. Und ich habe hier schon ganz viele Führungen gemacht. Die Menschen kommen dann ins Haus, wollen das kennenlernen und sehen. Es war ja eine Bank und dann gehe ich mit den Menschen da in den Safe und hier sagen sie dann, oh stimmt, das war mal eine Bank. Und dann kann ich dann sagen, ja, aber das ist eigentlich gerade das umgekehrte Bild einer Bank. Beim Unterschriftensammeln für die Volksinitiative war, wie soll das finanziert werden? Und da haben wir uns gedacht, jetzt zeigen wir mal, dass es eben genug Geld gibt, das zu finanzieren. Natürlich gibt es genug Geld. Es gibt immer so viel Geld für etwas, wie man es will. Also mehr als 500 Franken kann ich als Frau gar nicht tragen. Ein Mann kann vielleicht 750 Franken so tragen. Das ist nicht so aufregend, das Geld. Gar nicht so aufregend. Aber es ist irgendwie schön. Also so, wenn es nutzlos wird, ist es wunderschön. Sieht einfach gut aus. Ist anziehend. Ist wie Reichtum. Reichtum ist super. Ist ganz schön. Das ist nicht wirklich nützlich. Und dann habe ich mir immer gewünscht, dass man das jetzt mal, diese alte Banksafe-Anlage, dass man das, wo es so gehortet ist, so geschützt, so abgeschlossen ist, dass man das mal umstülpen kann. Das ist sehr das Leben dieser Idee, dass man die Sachen macht und dass sie natürlich möglich sind. Der Geldberg ist eigentlich wie eine Momentaufnahme in einem riesigen Geldfluss, der die ganze Zeit stattfindet. Und er sagt eigentlich aus, stopp mal, das Geld ist eigentlich da. Das Geld ist immer da. Das Geld ist nicht das Problem. Weil das Geld kreieren ja wir, oder? Also indem ich sage, oh, ich habe kein Geld mehr, da kann ich mir einen ganz großen Angstgeist holen. Oder wenn ich weiß, oh, meine Familie hat kein Geld mehr, das kann mein ganzes Leben prägen. Und dieses Zusammenbringen, Grundeinkommen und Geld, wenn man es genau anguckt, finde ich, dann ist das so eine Energie. Und diese Energie, die eben auch im Üblen mit Geld verbunden ist, die dreht sich wie um. Weil du kommst über diese Verbindung Grundeinkommen, Geld, kommst du ja nicht auf eine Lösung, sondern du kommst immer mehr eigentlich zu dir selber. Das ist eigentlich ein Spiegel oder ich sag mal ein Bild dafür, wie wir eigentlich leben. Also ich glaube, genau so leben wir eben gerade. Und das müsste uns vielleicht mal bewusst werden und dann könnten wir vielleicht auch ein bisschen großzügiger sein. Weil die Waffe, wir haben kein Geld. Das ist eine ziemlich mächtige Waffe, die aber noch nicht enttarnt ist als solche. Die Sachen sind, und da bin ich überzeugt von, dass das auch sehr schlimm ist. Also ich finde das nicht eine Initiative, die irgendwie sozial ist oder lieb oder den Menschen helfen will, so im sozialen Sinne. Ich finde, diese Idee will helfen, aber indem sie die Sachen mal zeigt, wie sie sind. Und dieses Bild passt dazu, weil es auch berührt und weil man damit nicht so einfach fertig wird. Man kann genauso heftig dagegen sein, so viel Geld und so weiter, wie beim Grundeinkommen, und man wird genauso sich damit befassen und eins nach dem anderen finden und merken, ich bin das ja, der urteilt. Ich bin ja der, der wahrnimmt. Ich bin ja der, der diese Sachen denkt oder nicht denken kann und so weiter. Und diese Rückführung oder Hinführung auf das eigene
im Verhältnis zur Welt. Das ist für mich Grundeinkommen, ein wesentlicher Aspekt davon. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann auf dem Bundeshausplatz aussieht. Sehe ich da über diese roten Dinge noch? Jetzt bin ich gespannt, was das auslöst und auch was diese Initiative auslösen wird. Wie viel das in den Gedanken der Menschen ändern kann. Vielleicht braucht es dann gar kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr nach der ganzen Kampagne.